Wozu ist die Straße da zum Marschieren? Zum Marschieren auf die weite Welt. Wozu sind die Füße da zum Marschieren? Zum Marschieren auf die Welt ohne Geld. Von den Bergeshöhen kann man Städtchen sehen. Und in den Bergeshöhen, ja, kann man Städtchen sehen, ja, und im grünen Tal, ja, rauscht der Wasserfall. Thank you.
Sie alle, die heranwachsende Generation von Kindern und Jugendlichen, wurden im Sinne des Nationalsozialismus erzogen. Hier wurde versucht, eine ganze Gesellschaft, ein Land grundlegend und dauerhaft zu verändern, zu einer geschlossenen, rassisch und ideologisch gleichförmigen Volksgemeinschaft von Arien. Dazu wurden Jugendorganisationen wie das Jungvolk und der Jungmädelbund im Alter von 10 bis 14 Jahren und die Hitlerjugend und der Bund deutscher Mädel im Alter von 14 bis 18 Jahren gegründet. Thank you.
so, ich werde ihn später einmal noch sehen. Mir will nicht aus dem Kopf, welchen kranken Hirnen die Idee entstand, man müsse durch Restriktionen ein Volk so verelenden lassen, dass es sich irgendwann gegen die Diktatur erhebt. So etwas können sich nur Militärs ausdenken. Erstens ging die Rechnung nicht auf, denn statt Terror zu verhindern, wird der Terrorismus in der zutiefst gedemütigten islamischen Welt geradezu gefördert. Und zweitens, selbst wenn sich ein derart strangulierter Volk der Blutzug klatschen einfach, den Jungen küsste. Man lädt uns zum Tee ein und als ich bei dem Bäcker Brot kaufen, die schenkt er sie. Wie wohl ein hungriger Iraker bei uns behandelt werden würde. Saddam City ist die Keimzelle eines potenziellen Schiitenaufstandes. Kann man in so einer Situation leicht die Kontrolle verlieren oder die Ordnung. Und das haben wir leider auch gesehen in den letzten Jahren.